Moinsen Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vanilla Minecraft. Bei mir wie immer dabei, da hinten Krebseschande Gifty. Hallöchen. So, wie eben halt gesagt, haben wir uns die Wüste mal wieder rausgesucht. Leider Gottes im Offline-Modus, weil das hat, glaube ich, noch 10 Minuten gedauert. Bis wir den Weg gefunden hatten. Wenn überhaupt. Und jetzt eben halt eine kleine langweilige Folge, eben halt ein bisschen Sand abgraben. Ich bin im Sandkasten. Das war eigentlich meine Idee, so einen Sandkasten bauen. Mein Pferd geht gerade flöten. Stimmt gar nicht, steht da oben. Ja, aber das muss ja unbedingt da hoch. So, ich glaube, die nächste Sandtour, die wir dann später irgendwann mal machen, heute definitiv nicht mehr. Dann machen wir das wieder ohne die Hotterhüs, weil das war ja schon ein bisschen nervig, die ganzen Bäume, dann das Leben abziehen, ne? Das ist ja, boah. Da war ein Ast, dort war ein Block. Jetzt müsst ihr ja noch aufpassen wegen dem scheiß Sandstein. Ja, ich weiß. Nö. Ansonsten, wir sind jetzt eine Stunde, nachdem wir die ersten zwei Folgen aufgenommen hatten, ungefähr. Oh, na, anderthalb sind das. Und klein Negro eben halt ein bisschen durch den Wind war. Ja, bloß ein bisschen. Man, eigentlich ist man es ja von ihm gewohnt, aber hey, es hey, geht hey, noch hey, schlimmer. Hey, 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 hey. Vor allem das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Naja. Mein Rechner kommt auch bald dran, sich mal wieder aufrüsten zu lassen. Dein kleines Baby. Ja. Wie schon gesagt, ich brauche eine neue Grafikkarte, weil meine ist ja auch schon. Hat ja doch schon 3 Jahre auf dem Buckel. Oder ich müsste einfach mal die Wärmeleitpaste wechseln, ne? Das wäre vielleicht auch mal ein Versuch wert. Sollte man ja aller spätestens immer im Jahr mindestens machen, bei CPUs zumindest, die Wärmeleitpaste wechseln. Ach so. Hast du es noch nie gewusst? Nö, hab ich nicht. Ich kann nur sagen, warum. Warum? Weil die Wärmeleitpaste flüssig ist, beziehungsweise feucht ist, ist es eben halt deswegen, durch die Verarbeitung sind in dem Heatsink, beziehungsweise in dem kleinen Köpfchen, was auf dem Prozessor drauf ist, sind fürs menschliche Auge nicht sichtbare Rillen. Genauso wie im Prozessorkühler. So, und die Wärmeleitpaste ist eben halt dafür da, dass eben halt diese Rillen zugemacht sind und damit die Wärme besser abgeleitet wird. Oh. Und ich hatte gestern wieder Computer in der Hand gehabt, wo ich. Na gut, warte mal. Am Donnerstag, weil die Folge kommt ja Sonntag raus. Ja. Sonntag. Ich hatte eben halt am Donnerstag Prozessoren gehabt, die klebten dann regelrecht an Kühlkörper. Ach so? Ja, das ist tiefstes Mittelalter eigentlich. Und wenn es soweit schon ist, dann ist eigentlich für den kompletten Rechner eigentlich im Endeffekt schon irgendwo zu spät. Totes Urteil, eigentlich schon. Nö, nicht unbedingt, aber da ist die Wärme eben Wärmeableitung eben halt nicht so gewährleistet wie frisch drauf geklatschte Paste. Ich hab keine Schaufel mehr. Ich hab noch eine. Hast du noch eine? Na, mit der arbeite ich aber gerade. Immer die Spitzhange. Würde ich nie machen. Kannst genauso gut mit den Händen arbeiten, dauert genauso. Ach, ich hab bloß 2 mal Holz. Na, machst du so Sticks? Ach, geht der oben? Ja, doch. Na, du brauchst aber noch eine Werkbank. Na, hier hinten ist doch genug Holz. Kannst du Holz abbauen? Guck mal, was Mami gemacht hat. Na, willst du dir noch ein bisschen Stein geben? Kann ich nicht. Ja, hopper hier, mach mal die Flocke. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich noch eine Spitzhacke einstecken habe, aber nö. Schade, dass die Tiere kein Inventar haben, sonst hätten wir die nämlich auch vollladen können mit Sand. Da hätten wir erstmal für den nächsten 80 Tunnel Sand oder 80 Kilometer Tunnel Sand. Das wäre richtig geil. So, na komm. Das Inventar ist noch lange nicht voll, aber erstmal was essen. Brot. 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 Bernd das Brot. Da. Ach, das habe ich da drauf gezaubert.
Meine Schaufel, Was? meine Schaufel ist da verzaubert. Da habe ich Effizienz drauf gemacht. Effizienz und Unbreaking ends. Cool. Ach, vor uns bei der Baumaktion. Hab schon Apfel mitgenommen. GG. Daraus kannst du goldene Äpfel machen, ne? Ich weiß. Oh, ist mir warm. So. Ja, ein bisschen frische Luft schnappen, tat halt mal richtig gut. Ja. Und du warst ja alleine. Nee, ich habe immerhin mitlaufen. Ich sag jetzt lieber nichts. Was denn, fällst du vom Stuhl? Nein, nein. Achso, ich habe für dich schon mal Material für den Mülleimer mitgemacht, mitgeholt. Was? Mülleimer. Mülleimer. Ich bin ne Mülleimer. Na, Zeug, was du hier brauchst, kannst du einfach reinschmeißen. Och nö. Was denn? Muss auch mal was essen. Wo ist denn ein Schweinehund, der Plautz? Weiß das ist meins da. Ja. Ah, ich hab's gefunden. Das ist hier hinten. Wo ich jetzt gerade stehe, parallel. Da unten. Da geht Was aber machst du? eine Was Höhle dort drüben. machst du hier unten, Kleiner? Hä, wie Höhle hoch? Da hinten ist noch eine Höhle. Ja. Eine Höhle? Hier, gerade rein. Da, nein, hoch. Hoch. Ei? Ist so dunkel. Ich geh wieder raus. Ich hab keine Fackel mit. Echt nicht? Nein. Ich hab Fackel mit. Hallo, es war geplant, dass wir Sand abbauen und keine Höhlentour machen. Das Oh, klang jetzt irgendwie Hitler. gerade tierisch schwul. Nichts Neues. Hey. Ich musste Holz holen, ich musste Holz holen. Wer hat die Benchbox, die Crafting Box da hinten hingeparkt? Du? Ich weiß. Ja, ich weiß. Quarzeichenholzbretter, Fichtenholzbretter. Jetzt bin ich schlauer. Sag nichts Falsches. Ich sag am besten jetzt gar nichts. Ist gesünder für dich. Hey. Du kommst da eh nicht bis hoch. Du musst auf eine Leiter dich stellen. Hast du eigentlich Höhenangst? Nein. Es kommt auf die Höhe drauf an. Also meine Tante, die hat da so ein extremes Mittelohrproblem, ne? Ja? Ja. Also selbst auf einer Leiter wird ihr schlecht. Was? Allah. Hips und Hips. Na, wie voll ist der Inventar schon mit Sand? Sag ich dir gleich. Nein, ich wollte nicht den anderen Spruch loslassen. Aber ich habe jetzt 1564er Stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64er, 7. Ja, aber du musst ja keine Schaufel neu bauen. Nee, ich habe eine Diamantschaufel. Hahaha. Eine verzauberte Diamantschaufel. Ach, auch noch. Ja, ich bin was Besseres. Bäh. Das waren die Diamanten, die ich geschenkt gekriegt habe und meine Erfahrungspunkte. So, jetzt hast Oh, jetzt hat er es mir gegeben. du's. Wird's ja schon wieder dunkel? Eint ja. Ja.
Der Mond ist aufgegangen, die kleinen Sternlein prangen. Ich bin zu lange im Sand. Es hat einen Vorteil, wenn das Inventar voll ist. Du sammelst Wir keinen können Schrott mehr trotzdem. ein. Erstens das und zweitens, wir können trotzdem noch ordentlich an Geschwindigkeit laufen. Nicht wie bei manchen anderen Spielen, jetzt liege ich im Bett. Warte. So, mal mein Handy wieder lautlos machen. Fällt dir unzeitig ein? Ja, ich weiß, es ist schlimm bei mir. Da. 32 Grad sind es wieder draußen. Krass. Oh. Also gegen minus 20 Grad hätte ich aber nicht einzuwenden. Ach, dauert das lange, das mit dem Sand abbauen, ey. Du sollst nicht rumstehen, du sollst arbeiten. Für was bezahle ich dich eigentlich gar nicht? Meinst du? Dich? Bekloppt. Warum? Ich mach ja was. Du standst gerade 10 Sekunden lang rum. Nein. Doch. Ich mach die ganze Zeit was. Nein, ich hab's auf Video. Da hab ich mir vielleicht mal an der Nase gekratzt. Das darfst du nie. Für was bezahle ich dich nie? So gemein. Ja, ich weiß. Ich bin der gemeinste Mensch der Welt. Wahre Worte. Hey, 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 hey. Und für dich gibt's dann wieder ein Seil, mein Guter. So, du kommst hier, du. So. Mein Inventar ist jetzt so gut wie voll. Ich habe jetzt bloß noch im Inventar, im eigentlichen Inventar habe ich jetzt noch 3 Plätze frei und unten habe ich noch 4 frei. Was? Ich weiß, wie ich die Folge nenne. Was denn? Sandkastenspieler. Ja. Hast du schon wieder keine Schaufel? Das ist die dritte, die vierte. Was machst du mit deinen Schaufeln, sag immer? Guck mal, meine ist immer noch ganz. Ende gerade. Jetzt gerade ein Boot unter die Füße weg. Ich find's lustig irgendwo. Ich freue mich schon auf heute Abend, Infinity. Juhu! So, zwei neue Schaufeln. Hups, hups, hups. So, mein Inventar oben ist komplett voll. Boah. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, die 6 Schnellleisten habe ich noch frei und die werden jetzt auch noch schnell gefüllt. Aber hier bei so einer Aktion wünsche ich mir echt einen Buildcraft-Mod mit der Quarry drin, ey. Das glaubst du gar nicht. Geht das dann schneller? Ja. Warum frage ich eigentlich? Wir werden demnächst bei Infinity, werden wir demnächst die Quarry aufstellen. Dann kannst du selber mal ein Bild machen. Jo. Müssen wir uns aber eben halt noch ein bisschen was vorbereiten, weil die frisst Strom ohne Ende. Wenn er nie wieder vorher stirbt. Hey, 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 Du dann ganz nett, dass den Grabstein zeigst. hey. Das fand ich unfreundlich. Nö. Ey, so ungefähr. So sieht ein Grabstein aus. Na no, weil es kennt nie jeder in Minecraft einen Grabstein. Ja, stimmt, ich kannte es auch noch nicht. Siehst du? Nee, wie schon gesagt, ich werde eben halt mal die nächsten Folgen mal ein bisschen was an der Stromversorgung verbessern. Die wollen ja komischerweise auf andere Stromversorgung gehen als ich. Ach so. Ja.
Aber wir sind uns eben halt alle einig, es kommt bei uns definitiv was ganz Großes, was Stromversorgung angeht, dran. Aber dann wird die Quarry angeschlossen und dann geht die los. Die baut dir ein 64x64 Feld in. Also wenn die bis ganz runter auf den Betrag geht, wenn die Stromversorgung schnell ist, eine halbe Stunde. Was? Halbe bis eine Stunde braucht die, ne? Bist du fertig? Nee, noch nie. Wenn sie eben halt durchläuft, die muss natürlich da auch durchlaufen, davon mal ganz abgesehen. Und wenn sie eben halt nicht irgendwie wegen Strommangels unterbrochen wird, aber wenn sie eben halt richtig läuft, dann läuft die und die baut hier wirklich einen riesengroßen Krater dort in die Landschaft rein. Die geht wirklich bis komplett runter auf den Bedrock. Was? Da der Bedrock ja unzerstörbar ist, außer mit eben halt zusätzlichen Mods, was ich eigentlich schwachsinnig finde, weil Bedrock ist Bedrock und der hat eigentlich die zu zerstören gehen, Ja, klar. macht die dort eben halt Schluss. So, und ich habe gerade mal so auf meinen Timer so mit einem halben Auge hingelunscht und ich sehe schon, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Wow. Ich hoffe, die Sandkastenspiele haben euch ein bisschen Spaß gemacht. Könnt mir ja irgendwie Verbesserungsvorschläge, Feedback etc. pp. Hinterlassen. Ich würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann tschüssen. Tschüss.